So, 17 Schwertkämpfe haben wir schon wieder. Das ist schon mal wieder eine bessere Summe. So, ein Steinchen fehlt hier noch. Bitte sag mir, dass du derjenige bist, der das Steinchen darüber bringt. Das fände ich nämlich richtig gut. So, Stufe 3. Du solltest auf jeden Fall geheilt werden. Ja, perfekt. Der Rest ist jetzt nicht so wichtig. So, 68, 76 haben wir. So, ein verdammtes Steinchen fehlt da noch. Ja, guck an, so langsam kommen auch mal wieder unsere Kohleminen ins Rotieren. Indem sie nämlich mal wieder ein bisschen mehr schürfen müssen. Ups, Entschuldigung, da wollte ich hin. So, hier haben wir doch ein bisschen Baufläche. Macht das nicht vielleicht Sinn, hier ein paar Lazarette aufzustellen? Na gut, ein paar ist relativ, ne? Einfach, dass man da so ein bisschen durchmarschieren kann und sich direkt ein bisschen regenerieren kann. Du findest keine Bäume mehr. Tja, ich fürchte, dann hast du wohl oder übel ausgedient. Nothing for ungut, aber... Was willst du machen, ne? Was fehlt denn da noch? Ein Steinchen. Und hier fehlt immer noch ein Steinchen. Bäh. Mega. Wir hängen irgendwie gefühlt bei 78% fest. Ich weiß aber nicht warum. Weil wir produzieren ja permanent weiter Gold. Oder ist das so, dass man nur, ein bisschen mit Gold und ein bisschen mit Edelsteinen als Ägypter machen kann? Das weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht. Würde mich zwar wundern, aber ausschließen könnte ich es auch nicht. Von daher, who knows, who knows. Oh, hier staut sich irgendwas. Warte mal. Na, super. Wir könnten das wegkriegen, warte mal, indem wir hier so, wir brennen da mal ein bisschen was weg. Vielleicht kommen die ja jetzt da durch. Also auch mal andere Wege einschlagen. Nee, leider nicht. Schade. Mein Gott, ist der dick, ey. Der zieht ja sofort eine Furche in den Acker. Nicht schlecht, aber Gott sei Dank hier, der Steinbruch ist fertig. Zumindest wird gerade der letzte Stein gesetzt. Da machen wir auch nochmal einen Steinbruch hin. Oh, kommt Jungs, ey, der ist doch jetzt null. Also, ihr habt doch jetzt alles an Material, was ihr braucht. Jetzt macht doch bitte mal den Sack zu. Apropos Sack zumachen, ich glaube, ich möchte wieder angreifen. Der erste Angriff hat mir so gut gefallen, und da wir jetzt wieder ein bisschen mehr Manpower haben. Mit 28, wo auch einige Stufe 3 von sind. Würde ich sagen, sollten wir der Front mal wieder einen Besuch abstatten und ein bisschen Hallo sagen. Hm, haben wir jetzt wieder ein Problem. Die Steine kriegen wir nicht weg, ne? Könnten höchstens mal hier Horus Hitze hinzaubern. Hat es noch nicht gereicht.
Ah, guck mal, der hat's gerissen. Hier unten. Sehr gut. Damit hätten wir diese Lücke auch beseitigt. Wunderbar. Du findest auch keine Bäume mehr. Ja, dann guck doch mal, da hinten ist zwar ein etwas weiterer Weg, aber du schaffst das. Chaka. So, auf an die Front. Lass knacken. Weiß gar nicht, ob ich die Lazarette hier überhaupt brauchen werde, aber mein Gott. Was war Hammer, ne? So, ich lasse euch jetzt erstmal eben nachrücken, weil bringt nichts, wenn jetzt hier alles einzeln vorrennt. Ah, okay, da kommt schon der Angriff, das heißt, wir müssen ein bisschen uns nach vorne bewegen. Oh. Nicht so geil, aber machbar. Ja, doch, das kriegen wir hin. Wenn uns jetzt nicht hier gerade alle Soldaten gleich klaut mit seinem Larry. So, da hinten sehe ich noch ein paar Pfeile auf uns zufliegen. Finde ich nicht gut, daher bitte einmal intervenieren. Oh. Haben wir doch ein paar mehr Pfeile. Oi, 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 oi. Oh, 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 das ist ja mal ein Bollwerk. So, dann fangt ihr doch schon mal da hinten an. Weil hier kommt noch alle mit. Wir versuchen jetzt einfach nach und nach alles einzunehmen. So, ich finde es nicht gut, dass ihr Fernkämpfer hier, Nahkämpfer da hinten seid. Ach du Schreck, noch eine Festung. Ja, meine Fresse. Boah, was ein Holzkrieg. So, dann stellt ihr euch mal hier mitten rein. Ja, 4 Nahkämpfer. Ne, 8 Nahkämpfer noch. 7, 6. Ja, das wird doch nix. Ja, komm, sinnlos abschaffen lassen muss ich mich jetzt auch nicht. Holen wir ihm doch lieber mal hier oben das weg. Oh je, 3 Nahkämpfer noch. Könnte eng werden. Dich mache ich hier mal bitte voll. Ah, wobei, das war jetzt doof mit den Nahkämpfern. Ihr holt euch mal bitte das Tümchen, denn ich will hier eine Lücke schließen. So, helfen mit, genau. Nein, du sollst bitte hier bleiben. Ach, das hat ja super geklappt. Ja, und das war mein letzter Nahkämpfer hier vorne. Schön. Was baust du hier? Noch einen großen Turm. Leck mich. Ihr geht mal bitte da hoch. Und ihr könnt euch mal derzeit ein bisschen heilen lassen zumindest. So, Waffen-Upgrades hätte ich auch mal nachgucken können. Da fehlt ein Hammer. Ja, geil. Warum sagt mir das denn keiner? Wo ist unser Werkzeugschmied? Eieieiei. Jetzt zieht er da oben seine Truppen auch noch zusammen, war klar.
Aber das sagt mir auch, ihr greift jetzt mal bitte nicht direkt an. Was ist jetzt? Eine Spitzhacke fehlt auch noch. Ja, guck mal, schau. Jetzt haben wir doch ein bisschen viel, was fehlt. So, haben wir noch ein bisschen was? Jawohl. Noch ein paar Schwertkämpfer. Ah, der Turm, der macht mir ein bisschen Angst. Deswegen, ich befürchte, auch wenn ich noch ein bisschen schwach auf der Brust bin. Sollte ich trotzdem angreifen hier oben. Beziehungsweise mir hier unten das Türmchen holen und mich auf jeden Fall schon mal hier in der Ecke positionieren. Oha, da ist ein kleiner Bug. Jetzt aber nicht mehr. So, dann hol dich mal bitte das Türmchen da unten. So, und dann machen wir die Bude mal eben voll. Einfach, dass sie dann mal ein bisschen Defense haben, ihm gegenüber. So, und jetzt greift ihr den Laden dann bitte mal an. Na, er rennt dann natürlich sofort mit seinen Larrys rein, war klar. Oh Mann. Genau das, was ich eigentlich vermeiden wollte, nämlich, dass er da die Bude besetzt. Und schon sind meine Nahkämpfer wieder alle weg. Eieiei, nee, ich muss noch ein bisschen warten, das macht ja keinen Sinn. Tja, schade, schade. Aber der zweite Waffenproduktionskreislauf läuft jetzt endlich. Das ist doch schon mal ein Träumchen. Aber ich habe das Gefühl, mir geht so langsam die Kohle aus. Deswegen guckt doch nochmal, ob wir da unten im Boden nicht nochmal einen guten Platz für ein weiteres Kohlebergwerk finden. Ich hab jetzt aber einen Verschleiß, meine Fresse. Ja, zu meiner Verteidigung, der hat aber auch ein echt dickes Bollwerk da unten gebaut. Mit zwei Burgen, zwei großen Türmen. Jetzt hatte da noch einen großen Turm. Da werde ich echt einiges an Manpower brauchen. Aber immerhin, meine Kampfkraft ist dann doch jetzt mal ein bisschen gestiegen. Wie viele Soldaten? Ach ja, gut, da habe ich noch genug Puffer.